Das Thema Open Educational Resources beschäftigt uns schon etwas länger bei unserer Arbeit und den Beratungen mit den Lehrenden. In dem vom BMBF geförderten Projekt ProOER, da waren wir von 2016 bis 2018 mit beschäftigt, da war es unter anderem unser Part, ein Bewusstsein, eine Sensibilisierung für das Thema OER bei den Stakeholdern im Bereich Lehre an der Uni zu entwickeln, bis hin zur Empfehlung zur Erstellung einer OER-Policy für das Rektorat. Letzteres schleppt sich übrigens seitdem immer noch so dahin. Für Lehrende taucht das Thema OER eher unter dem Gesichtspunkt auf, ich benötige fremdes Material, zum Beispiel Bilder für meine Folien. Und es geht weniger darum, selbst erstelltes tolles Lehrmaterial anderen mit einer CC-Lizenz versehen zur Verfügung zu stellen. Auch oft aus Unsicherheit über die rechtlichen Bedingungen, das heißt im Kontext des Urheberrechts. Je digitaler und nach außen gerichteter die Lehre wurde, desto mehr Stolpersteine ergaben sich auch immer. Und wir bieten deswegen auch seit Jahren regelmäßig Workshops zu diesen rechtlichen Fragestellen der digitalen Lehre an. OER ist immer ein Teil davon. Das Anbieten von eigenem Material als OER ist bisher wirklich nur selten das Thema gewesen. Aber wir im ZMML haben schon sehr früh Erfahrung damit gesammelt, zum Beispiel bei der Erstellung von Lehrvideos und was es bedeutet, diese unter einer CC-Lizenz zu veröffentlichen. Ich übergebe nun an Katharina Lingenau, die bei uns im ZMML für die digitalen Lehrangebote verantwortlich ist und sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik beschäftigt. Danke, Martina. Genau, das greife ich nochmal auf. Wir wollen vor allem Ihnen heute so ein paar grundlegende Infos geben zu OER und natürlich den Lizenzen, die man da so nutzt und warum das eigentlich alles so sinnvoll ist. Aber was wir vor allem auch immer miterzählen wollen, sind zum Beispiel unsere Erfahrungen. Also was haben wir für positive, aber auch für Stolpersteine schon gehabt, wenn wir unsere Sachen als OER veröffentlichen wollen und so ein bisschen dann mit Ihnen teilen, was da so alles auf einen zukommt und wo man vielleicht ein bisschen genauer hingucken sollte. Genau, also was steht ganz am Anfang? Das ist natürlich die Motivation, sich mit OER zu beschäftigen. Und das kann verschiedenste Gründe haben. Ne? Also intrinsisch, dass man das was Gutes findet und seine eigenen Sachen als Lizenz zur Verfügung stellen will oder anderes Material für die eigene Lehre nutzen, also auf OER zugreifen, gar nicht unbedingt selbst erstellen. Und was auch immer mehr der Fall ist, dass es einfach Vorgaben gibt, sei es von der Hochschule, aber vor allem ist unsere Erfahrung, dass immer mehr Drittmittelprojekte, dass die Bedingungen haben, dass man OER veröffentlicht oder auch Open Access benutzt, dann ist man ja oft nicht unbedingt alleine, sondern hat vielleicht auch Miturheber bei Texten, Grafiken, was auch immer, die vielleicht diesen Wunsch haben. Und es gibt auch Plattformen, die das empfehlen oder auch zu Bedingungen machen oder halt bestimmte Lizenzen nur anbieten, sodass man sich damit beschäftigen muss, wo veröffentliche ich was und welche Lizenz muss ich dann benutzen. Und so ein bisschen zum Hintergrund, was ist denn der Vorteil? Habe ich hier eine schöne Grafik, die ich nicht in Gänze vorlesen oder referieren will. Die fasst aber ganz gut zusammen, was die Offenheit einfach für Vorteile bringt. Ne? Also man kann Dateien jeglicher Art oder auch also nicht digitale Sachen, sondern Schriftstücke oder so verfahren und vervielfältigen. All das ist halt geregelt. Man weiß genau, dass man sie verwenden kann, dass man sie verarbeiten kann. Man kann verschiedene Materialien mixen, also vermischen und sie halt auch verbreiten. Denn es ist der Vorteil, dass das Urheberrecht quasi komplett geklärt ist. Wir haben es ja oft, dass wenn wir wen zitieren wollen oder eine andere Grafik verwenden, dass wir uns erstmal mit Urheberrechten und Nutzungsrechten auseinandersetzen müssen. Wenn wir aber Lizenzen für OER benutzen, also die bekanntesten sind da die Creative Commons Lizenzen, ist es halt alles ganz klar geregelt und das bringt den großen Vorteil, dass wir genau wissen, ich sehe diese Lizenz und dann weiß ich genau, was ich damit machen kann oder ich benutze diese Lizenz für meine eigenen Materialien und ich weiß genau, was andere damit dürfen.
und muss mir nicht unsicher sein, darf ich das jetzt verwenden? Muss ich es vielleicht abändern zum Verwenden? Muss ich ein Einverständnis einholen? Und so die Fragen, die man sich halt immer stellt, wenn man auf anderes Material zugreift. Also das Wichtigste, was ich gerade schon gesagt habe, oder was zentral ist, sind eigentlich die Creative Commons Lizenzen, die wahrscheinlich auch fast jeder kennt und jeder schon mal gesehen hat, immer CC für Creative Commons und dann so kleine Kürzel dahinter. Und die regeln an sich, was man selbst als Urheber möchte, wie das eigene Werk verwendet wird. Da gibt es eine totale Bandbreite. Das gibt dieses CC0 oder auch Public Domain genannt. Da ist alles frei. Man kann mit diesen Materialien, Dateien, was auch immer, alles tun. Dann gibt es halt immer so ein paar mehr Restriktionen, bis auch ziemlich streng, dass man eigentlich sie nicht verändern darf, auch nicht kommerziell verwenden darf und auch immer den Urheber nennt. Genau, und dieses Creative Commons Prinzip ist an sich ein Baukasten, wo man sich dann halt selbst zusammenstellen kann, was möchte ich für meine eigenen Materialien. Wie schon gesagt, dieses CC0, dann darf man quasi alles damit machen und dann kann man sich aber seine eigene Lizenz quasi zusammenstellen. Also möchte ich, dass ich als Urheber genannt werde, möchte ich, dass das kommerziell genutzt werden kann oder auch nicht, möchte ich, dass es nur weitergegeben werden kann zu gleichen Bedingungen, heißt unter anderem zur gleichen Lizenz. Also es kann dann nicht, wenn ich möchte, dass meine Grafik zum Beispiel, die ich erstellt habe, nicht kommerziell genutzt wird, kann nicht jemand, die dann unter einer anderen Lizenz, dass sie doch kommerziell genutzt wird, weitergeben. Das schränkt man damit ein. Und als letztes, dass man mein, was ich zur Verfügung gestellt habe, auch nicht bearbeiten darf, also nicht verändern darf. Das sind die Bausteine, die man, wie gesagt, sich selbst zusammenstellen kann. Auf der Folie vorher haben Sie auch die Links gesehen zur Creative Commons Seite. Auch da gibt es eine gute Hilfe, wo man einfach antippen kann, was man gerne möchte. Und die Seite stellt einen dann die Lizenz zusammen, die für einen geeignet ist. Warum steht hier noch so ein bisschen Achtung in einem roten Kästchen? Das ist so ein kleiner Erfahrungsbericht, den wir leisten wollten. Man sollte nämlich sich schon von Anfang an gut überlegen, was sollen andere wirklich mit meinem Werk tun können und was habe ich selbst zukünftig noch mit diesen Materialien vor. Das ist der Erfahrungsbericht, den wir zum Beispiel selber gemacht haben mit unseren Lernvideos. Die haben wir auch unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, aber diese Lizenz beinhaltete zum Beispiel dieses ND, also keine Bearbeitung. Haben wir uns nicht weiter darüber Gedanken gemacht. Jetzt ist es aber so, dass unsere Lernvideos teilweise recht alt sind und wir sie überarbeiten wollten und auch mit Untertiteln versehen wollten und dann selbst gemerkt haben, Mist, wir haben uns aber eine Lizenz gegeben, in der wir das gar nicht dürfen, ohne die Einwilligung nochmal einzuholen der Lehrenden und der Mitwirkenden. Was jetzt natürlich ein großer Verwaltungs- und Aufwandsprozess war. Aber das so als Hinweis, man sollte sich wirklich gut überlegen, nicht nur, was will ich gerade, sondern wie gehe ich auch in Zukunft mit meinen Materialien um und wofür brauche ich sie vielleicht nochmal. Das sollte man wirklich mittragen, wenn man sich über Lizenzen Gedanken macht. Wie sieht das bei der Materialerstellung aus? Also zum Beispiel bei Video, Tonspuren, Bildaufnahmen. Da gibt es natürlich, also man kann die Lizenzen verwenden und damit dann die Nutzung einschränken oder auch offen halten. Aber natürlich muss man trotzdem noch Sachen beachten. Also das heißt, das Einverständnis von Personen einholen sollten Personen weiter als man selbst oder so in diesem Bild oder Tonmaterial zu hören oder zu sehen sein. Das ist trotzdem noch wichtig. Auch diese Personen müssen ihr Einverständnis geben, dass sie mit der Lizenz, unter der das veröffentlicht wird, einverstanden sind. Da muss man natürlich trotzdem noch auf Urheberrechte achten, wenn man andere Materialien verwendet in seinem
zum Beispiel Videomaterial. Also zeige ich im Video eine Grafik von aus einem Lehrbuch oder so, muss ich natürlich trotzdem gucken, wie ich da mit den Urheberrechten umgehe. Oder eine andere verwende, wo ich die eine CC-Lizenz hat. Genau. Und oft ist es so, dass man gucken muss, wenn ich nehme wieder dieses Beispiel einer Grafik aus einem Buch, die möchte ich verwenden. Da muss ich natürlich gucken, unter welcher Lizenz ist diese Grafik veröffentlicht. Und ich muss sie dann einhalten. Ne, was ich eben schon mal meinte, wenn die Lizenz sagt, ich darf dieses Werk nicht verändern, kann ich jetzt nicht meinen Vortrag, wie hier unten rechts zu sehen ist, unter einer CC BY-Lizenz veröffentlichen, weil diese Lizenzen sich ausschließen. Ähnlich ist das bei Folien, Fotos, Grafiken, Texten. Ne, auch hier muss man gucken, muss ich die gleiche Lizenz benutzen? Ich muss natürlich trotzdem Quellenangaben und Lizenzangaben auch machen. Also wo habe ich dieses Foto, dieses Werk her, und immer noch auf das Lizenzionsrecht und das Urheberrecht gucken. Auch ein Tipp so aus der Praxis ist die unmittelbare Quellen- und Lizenzangabe. Also es ist, was man so kennt, es ist auch optisch schöner. Und eher üblich, dass man auf einer Schlussfolie nochmal seine ganzen Quellen angibt. Wenn man aber, ne, ich sage jetzt unser Werk hier, also wenn Sie die Folien von uns jetzt nutzen und nur diese Folie in anderem Kontext nutzen wollen, wäre die Quellenangabe ja dahin. Dann wüssten Sie jetzt nicht, woher habe ich denn das Fotos oder woher habe ich die Inhalte. Deswegen macht es oft bei freien Lizenzen Sinn, diese direkt anzugeben. Also wie Sie das hier sehen. Ne? Ich habe den Inhalt angegeben und auch vom Foto die Quelle direkt darunter angegeben. Das ist vielleicht optisch immer nicht ganz so schön, ist aber einfach besser nachvollziehbar bei offenen Lizenzen. So, und das alles soll auch nicht verschrecken. Und es ist, wenn man ein bisschen trainiert ist, auch gar nicht so kompliziert. Und es gibt eine schöne Regel, die Tulu-Regel, an die man sich halten kann, wenn man sich unsicher ist, zitiere ich jetzt richtig, gebe ich eine Lizenz richtig an. Und das sind die fünf Dinge, sage ich mal, ja, fünf Fakten, die man einfach für eine korrekte Lizenz Angabe anwendet. Das ist einmal der Titel. Ne, also das sehen Sie hier, dieses Bild hat den Titel. Das heißt genauso wie der Schriftzug, der da abgebildet ist. Es gibt einen Urheber, das ist Highlight ID. Der muss immer angegeben sein. Es muss die Lizenz angegeben sein. Die ist hier mit Unsplash License angegeben. Das ist eine eigene Lizenz, ist aber gleichzusetzen mit der CC0 Lizenz. Es muss der Link zur Lizenz immer angegeben sein und es muss der Ursprungsort angegeben sein. Also hier ist das Unsplash, das ist eine Seite, wo man lizenzfreie Fotos sehr gut suchen kann. Diese Bedingungen müssen alle gegeben sein. Das sehen Sie hier auch halt unter dem Foto beispielhaft. Da ist alles drin, also es ist auch nicht eine endlos Quellenangabe. So kann das aussehen. Das ist jetzt tatsächlich auch nur ein Beispiel, weil dieses Foto ist eigentlich komplett lizenzfrei. Das heißt, ich hätte hier tatsächlich auch gar nichts angeben müssen, weil es einfach ganz frei nutzbar ist. Aber damit man das gut nachvollziehen kann. Einmal dargestellt. Genau, das als kleine praktischen Tipps. Und zum Ende aber noch ein paar weitere Infos, Links zu Materialien, genau, einmal zu den Lizenzen, nochmal zu OER, und wir haben bei uns auf den ZMML-Seiten auch so ein paar Rechtsfragen, Hinweise geklärt, weil es ja doch immer noch viel Nachfragen gibt, da können Sie gerne mal gucken, und noch einmal ein paar Links, wo man auch wirklich mittlerweile sehr viel OER-Materialien finden kann. Bilder, Musik, Texte, das war vor 10 Jahren noch anders, dass man wirklich schwer gesucht hat und am liebsten eigene Fotos gemacht hat, damit man sich ganz sicher ist. Das sieht heute wirklich anders aus und man findet viel Materialien, die man verwenden kann.